Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Runde von Wenn ich du wäre, mit dabei sind heute Mercedes CL500 und einfach Peter 21. An der Stelle aufgeteilt auf Sascha unsympathisch und einfach Peter von YouTube. Ihr kennt sie beide. Schön, dass ihr dabei seid, Sascha. Sascha, an der Stelle würde ich doch direkt sagen, fangen wir an. Wir rotieren immer zu dritt durch. Also jeder kann sich halt, da wir zu dritt sind, ist es relativ schwierig mit dem Abwechseln. Deshalb wäre es unfair, wenn jetzt zwei Leute sich immer auf einen einschießen. Also sollte man gucken, dass es sich irgendwie die Waage hält. Das ist so die einzige Regel, die wir haben. Ansonsten läuft der Hase. Sascha, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt erstmal ganz kurz zu Wort melden. Was geht? Sascha, wenn ich du wäre, würde ich jetzt die Fresse halten. Ja, Peter, wenn ich du wäre, würde ich einfach die Aufnahme beenden und rausgehen. Und mich allein spielen lassen. Also mach's gut, ciao, ciao. Geh auch rein, ich mach die Kamera aus. Sascha, wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz stabile 16 Bars kicken, warum der Creator Code Revincent auf jeden Fall der Beste auf dem Planeten ist. Kann ich nicht, weil es nicht der Wahrheit entspricht. Gut, man kann ja auch lügen. Nee, also ich glaub's nicht, wegen meinem Glauben. Im Koran steht das nicht. Also 16 Bars sagst du, bist du nicht bereit für? Ja, aber nicht für deinen Creator-Code. Gut, Sascha, dann drop doch einfach ganz kurz 16 Bars darüber, warum Fortnite das beste Spiel der Welt ist. Komm, los. Okay, pass auf. Fortnite ist das beste Spiel der Welt, denn dadurch zählen viele YouTuber ihr Geld. Ich gehe ins Autohaus Penske und hole mir einen neuen Lamborghini. Du wiederum bist auf der Suche nach, Zucchini. Genie. Weißt du, wegen dem Flaschengeist. Genau. Ja. Okay, denn du kannst dir sowas nur leisten durch einen Flaschengeist. Ja, ich bin fertig. sehr stark. Baby? Ja, bitte. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt die ganze Zeit miauen. Die komplette Runde. Wenn du mit uns redest. Du kannst mit uns reden, aber jedes zweite Wort muss so ein Miauen sein. Okay, Peter. Bei mir sind zwei Gegner, ja. Okay, Peter, wenn ich du wäre, würde ich. Jetzt bin ich ja dran. Peter, wenn ich du wäre, würde ich jetzt die ganze Runde mit Bildschirm ausspielen. Peter, ist dein Bildschirm aus? Weil du schießt gerade noch. Ja, ich kann nicht sofort ausmachen. Ja, mach jetzt Bildschirm aus. Ja, Peter Ehrenmann macht Bildschirm aus, wenn er draufgegangen ist. Peter, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz kurz nochmal bei Inscope anrufen und fragen, was da los ist. Ja, wird gemacht. Nico, was ist da los? Ja, Nico, was ist denn da los? Ja, was ist denn da los? Dein Stream hängt komplett. Bild und kein Ton, oder? Bei dir hängt's. Man hört dich, aber dein Bild ist halt, keine Ahnung. Komm, Sascha, wir gehen mal hier rüber. Komplett, oder Peter? Bitte? Gerade. Zu Hause? Oh. Wo sind denn diese gottverdammten Gegner? Ich glaube, Sascha ist wieder dran. Sebastian, wenn ich du wäre, würde ich jetzt in die Mitte, genau auf die Mitte vom Fußballfeld gehen und einfach da stehen bleiben. Soll ich jetzt hier noch die Gegner pushen oder nicht? Was sagst du? Ohne, nee. Du gehst nicht über los. Zieh keinen 200 Euro ein. Ja, moin. Ich hab's gar nicht jetzt geschafft. Ich hab direkt einen Headshot bekommen. Peter, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mal ganz kurz in den Itemshop gehen und mir bitte den weiblichen Skin von dem kaufen, den ich gerade hab. Moment, muss ich erst gucken. Und Revi? Miau. Ja? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt auch in den Itemshop gehen. Ja. Und auch die weibliche da holen. Das sind eins von vier. Da will ich alle vier haben. Den Bau, den Mann, Rucksack, den Hängegleiter und den Hammer. Halt's Maul, Alter. Dankeschön. Und du möchtest die weibliche nur alles. Digga, entspann dich mal. Entspann dich mal, Peter. Ja, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt 1 Million überweisen. Ich hab dir jetzt auch das weibliche jetzt geschenkt. Ja, ja. Und den männlichen wolltest du auch haben, ne? Kleiner Junge, ich hasse dich, Alter. Digga, ich kann dir nicht den kompletten Itemshop spenden, Junge. Was soll denn das? Ah ja, guck mal hier. Sehr schön. Sehr schön. Danke, ne? Danke, danke, danke. Ey, Jungs, halt. Ey, komm Jungs, mal, Teamspeak jetzt zu Spendi. Ey, Jungs, halt. Jungs, hört ihr mich? Jetzt abspringen, oder? Ja. Spring ab, Jungs. Ich bin auf dem Weg. 900 war, Meter noch. Sascha war eben dran. Sascha. 850. 800. 750. 700. Jungs, ich bin gleich da. 650, ich würde mich so gern gerade umbringen. Nico, ja? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt schreien die ganze Zeit. Nö, bleib ich gar nicht drin. Jungs, ich enter jetzt das Haus. Ober. Jungs, ich hab eine Handgranate gefunden. Ober. Jungs, ich hab eine Handgranate gefunden. Ober. Nico? Jungs, das Stoppschild habe ich mitgenommen. Ober. Nico, wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach die Fresse halten. Das Stoppschild kann echt groß sein. Nico, Digga, schau mal! Es funktioniert. Perfekt, also, wenn ich du wäre, würde ich mein komplettes Inventory einfach mal droppen, was mit der goldenen Piste hast du gefunden, raus damit. Ich hab dich vorhin schon abgelegt. Ja, aber Peter, du musst sie jetzt droppen, ne? Also Sascha, jetzt dein komplettes Inventory. Jungs, ich hab die Waffe ist da hinten im Haus. Ja, aber dein komplettes Inventory, aber. Gold ist hier unten. Die muss hier oben. Sascha, was ist dein Plan? Sascha? Nico, ganz kurz, wenn ich du wäre, würde ich absolut gerade Tim anschreien, dass er bitte die Fresse halten soll. Ja, Tim, bitte halt die Fresse. Junge, was ist, wie baut denn der? Hab ihn noch einen Hit gegeben? Wo ist er? Wo ist der Ehrenlose? Hab ihn. Man muss die Aufgaben immer machen. Okay, Revi, wenn ich du wäre, würde ich bis zur übernächsten Zone nur noch mit dem Schrotgewehr spielen. Auch nicht mehr mit einem Sniper, sagst du? Nee, nur Pumpgun bitte. Nur Pumpgun. Okay, gut, nur Pumpgun, das passt. Sascha, darf ich bitte den Sniper benutzen? Nur weil du es bist. Nico, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz kurz Monte anrufen und fragen, was das soll. Nee, sowas machen wir nicht. Nee. Nee, guck mal, Monte hat mich blockiert, ich kann den gar nicht mehr anrufen. Weil ich habe den letztens im Stream angerufen und der war so getriggert von mir, dass er einfach mich blockiert hat. Okay, Peter, mach du. Nico. Ja? Wenn ich du wäre, vielleicht einen Flachwitz erzählen und selber drüber lachen, aber richtig.
richtig krass. Das sagt der Ingobert neulich zu mir. Du Ingobert, wo hast du denn deine Schuhsohle gelassen? Denk ich mir, du junger Vater, jetzt hab ich doch glatt vergessen, meine Lippencreme aufzutragen. Sagt der Ingobert, Hamoi, was machst du da oben auf dem Berg? Junge Alter. Oder Jungs, was machst du da oben auf dem Berg? Digga. Nico, du bist dran mit einer Aufgabe. Sascha, wenn ich du wäre, dann würde ich einfach für den Rest des Videos die Fresse halten. Digga, das ist so dermaßen kontraproduktiv, Nico. Ja, Revi, ey, ganz ehrlich, ich wollte mal ganz kurz sagen, ich feiere deine Videos, Digga. Da auch nicht wahrscheinlich. Ey, Digga, ich hab keinen Bock. Digga, ich bin so behindert. So, Leute, jetzt auch hier an der Stelle wieder zurück im Game. Ihr habt jetzt gerade gesehen, das war alles ein bisschen verwirrend, was da jetzt bis dato passiert ist. Wir spielen einfach weiter, wenn ich du wäre. Und Sascha, ich würde sagen, wenn ich du wäre, landen wir doch erstmal zusammen im Pleasant Park hier im Hundehaus und holen uns ein paar Kills, oder? Wo bist du gerade? Ja, auf dem Comic-Con. Achso, sehr schön. Machst du gerade Meet & Greet, oder was? Ja. Das ist ja auch so eine Sache, die du eigentlich als Influencer super gerne machst, oder? Hast du eine Waffe? Wenn ich du wäre, würde ich versuchen, ein komplett grünes Inventory aufzubauen. Also die Waffe, die du gedroppt hast, würde ich jetzt halt wieder nehmen. Oh, Scheiße, Alter. Oh, besser als grau, oder nicht? Ja, aber grün ist ja trotzdem Müll. Ah, ist eine grüne Tommy-Gun. Na, guck mal hier, das läuft doch. Gut, sollen wir mal hier rüber gehen? Hier waren irgendwo tatsächlich doch noch Gegner. Ja, ich würde sagen, Sascha, wenn ich du wäre tatsächlich, dann würde ich ganz kurz einfach jetzt gleich mal jemanden anrufen, ja? Sind da unten Gegner? Achso, dann call es doch einfach das nächste Mal. Einer ist genockt. So, haben wir alle down hier, ne? Wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich mal ganz kurz... Hast du gerade dein Handy in der Nähe? Nee, nicht unmittelbar, warum? Aber du könntest, sag ich mal, grabben, oder? Hast du die Nummer von der Vive? Nee, aber die kannst du mir geben. Okay, pass auf, dann würde ich mal ganz kurz bitte Vive anschreien. Also anrufen, anschreien und sagen, dass er wirklich der schlechteste YouTuber von allen ist. Gut, ich habe ein komplett grünes Inventar, Sascha. Ich habe es tatsächlich geschafft. Nice, Mann. Aber jetzt darf ich wieder normale Waffen aufnehmen, ja, oder wie? Pass auf, ich gebe dir ganz kurz die Nummer von der Vive. Es wäre einfach cool, wenn du kurz, wie gesagt, ein bisschen zusammenschreien würdest und sagen würdest, dass er eine echte. Also du musst ihn nicht anschreien, aber du musst ihm auf jeden Fall schon sagen, dass er wirklich der minderwertigste Fortnite-Creator der ganzen Welt ist und es auf jeden Fall nicht verdient hat, einen Creator-Code zu haben. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert mit der Vive, habe ich noch eine Ausweichmöglichkeit. Dann kannst du mal kurz Standard-Skill anrufen und ganz kurz einfach. Ich frage ihn, ob alles in dich Nebel gehüllt ist. Genau. Und vielleicht ein paar und vielleicht ein paar Runden von der Skybase droppen. Das wäre doch auch ganz geil. Also einfach zwei, drei Zeilen von Skybase, das ist aber auf jeden Fall auch nicht. Standard-Skill stelle ich mir halt auch vor, dass er noch nicht wach ist. Ich würde aber unterdrückt anrufen, nur für den Fall, dass er deine Nummer sonst speichert, ne? Also das willst du natürlich nicht. Anruf abgelehnt. Der hat mich weggedrückt. Warte. Hallo? Hallo? Er hat wieder aufgelegt. Ja? Ey, Lukas, ich schwör's dir, du bist das letzte Stück Scheiße, ungelogen. Ne, ich ruf dreimal an, er geht nicht ran. Ey, da brauche ich nichts mehr sagen. Ich brauche nicht mal sagen, dass du der schlechteste Fortnite-Spieler bist und dass du einen Creator-Code hast, ist absolut lächerlich. Aber allein die Aktion, dass du nicht rangehst, die ganze Zeit wegdrückst, die letzte Kotze. Hab aufgelegt. Stark, sehr gut. Arschgeil, dankeschön. Gut, Sascha, du bist wieder dran. Wenn ich du wäre, ja, würde ich jeden mit Ingame-Befehl dir sagt auch ausführen. Okay. Sascha, wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich mal ganz kurz, hast du die mal von Standards gehen? Also heute ist wirklich die Telefonfolge. Sag bitte ganz kurz, hey, hier ist Sascha von YouTube, Sascha unsympathisch, du kennst mich sicherlich. Ganz kurze Frage, warum ist eigentlich bei mir noch alles in dichten Nebel gehüllt und warum können meine Speer den Nebel nicht auflösen, ja? Okay. Nee. Denk mal, also entweder ist er noch am Pennen oder der Lambo ist so laut, dass sein Handy nicht hört. Wahrscheinlich beides, er schläft im Lambo halt, aber mit laufendem Motor. Ich glaube, Standards geht ruft zurück. Ah, jetzt schreibt der, oh mein Gott, wie witzig er schreibt. Digga, es ist so witzig. Hab ihn. Nice. Ich zitiere ganz kurz, was Charles geschrieben hat, einfach nur, weil es so witzig ist. Junge, wer bitte? Bist du? Was willst du? Haha, sorry, dachtest du so ein Opfer, weil meine Nummer geleakt wurde. Ja, Bruder, dann ruf ich mal zurück und frag mal ganz kurz, was mit dem dichten Nebel los ist. Was ist denn da? Guck mal, was los? Ey, was geht, Mann? Nix bei dir. Ey. Ich dachte gerade, hey, ruf da an, Alter. Nee, ich bin's. Du, ich hab deine Nummer von Revi. Gestern Abend habe ich nämlich ein Problem. Ich bin über dir genockt. Und pass auf. Ich habe gestern Abend meine Speere rausgeschickt, aber immer noch ist alles in dichten Nebel gehüllt. Und jetzt wollte ich fragen, ob das Game vielleicht hängt, ob da irgendwie noch ein Update kommt, über das du berichten wirst oder woran es liegen kann. Digga, ich kann mal Nebelix anrufen. Kennst du Nebelix? Sascha! Digga, Sascha! Sascha! Oh, warte! Oh, Sebastian! Oh, Revi! Oh, okay! Nein, nicht hochlaufen! Nicht hochlaufen! Hier ist eine Falle! Digga, ich ruf später nochmal an. Komm her! Ich muss jetzt kurz Sebastian hochholen. Ich bin gespannt, bei welchem YouTuber ich als nächstes anrufen darf. Wenn ich du wäre, würde ich gleich bei der CDU anrufen und einfach Bescheid geben, dass du Freund von Rezo bist, dass du auch YouTube machst und dass du gerne helfen würdest, ihn zu zerstören. Alter, Junge, wo kann ich denn die CDU anrufen? Haben die eine Hotline? Sascha, Junge. Aber ich rufe ihn natürlich gerne an, klar. Ich werde der CDU natürlich unglaublich gerne helfen. Ich würde auch an der Stelle super gerne mit Philipp Amthor einfach mal Nachmittag verbringen, wenn das möglich ist. Oder mit Philipp Amthor und Fortnite, wenn ich du wäre.
Gut, Sascha, jetzt hast du wirklich zum Glück keiner ran. Aber für die Leute, die Interesse haben, ist es die 030 in Berlin, also die Vorwahl. Da kann man sicherlich auch mal privat vorbeigehen und nachfragen. Ich bin wirklich froh, dass das jetzt nicht funktioniert hat, Digga. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt bis zur nächsten Zone nur noch mit der Waffe auf dem Waffenslot 4 spielen. Scheiße, Alter. Du weißt ganz genau, dass es immer meine Sniper ist, ne? Hab halt nur einen Revolver, Digga. Ist halt also nicht so geil, sag ich mal jetzt. Stark. Oh, nice, ich habe ihn sogar getötet. Ja, wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach mal auf spontanen Fortnite-Tanz machen bei dir daheim. Den, wo du beide Hände so an deinem Becken jeweils rechts und links vorbeischwingst und dann eins Bein auch noch hinten ist. Achso, ja. Ja, okay. Wenn ich du wäre, da habe ich mir sagen lassen, es ist sau entspannt, nur mit einem Auge jetzt das Endgame zu bestreiten, das andere muss ich starten. Ja, passt, bin ich dran. Oh, Sascha, ich schwöre, das tut richtig weh, ne? Sau stark, Sebastian, sau stark, du hast ihn, du sehr, sehr. Digga, Sascha, ist mit einem Auge ist es unmöglich. Ich sehe hier nichts. Es geht nicht. Ich sehe mit einem Auge nichts. Ich habe nichts erkannt. Es ist unmöglich. Naja, ist ja auch egal. Passt schon, Sascha. Du, das haut schon hin. Alles gut. Leute, das war's von dieser wunderschönen Runde. Wenn ich du wäre, schaut auf jeden Fall gerne bei Sascha vorbei. Danke für diese tollen Aufgaben. Ich freue mich da immer wieder drüber. Schön, dass du dabei gewesen bist. Das war's. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.